Hier ist der Wahltalk 24 vor Ort aus dem Landtag Brandenburg. Ich bin Andreas Dorfmann. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind im Fernsehen, im Web und natürlich auch bei YouTube. Mein heutiger Gast, man kann es deutlich sehen, ist von der SPD. Es ist Daniel Keller, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag Brandenburg. Außerdem ist er auch noch Sprecher für Gesundheitspolitik und Sportpolitik. Und ganz wichtig jetzt, es geht ja um die Landtagswahl am 22. September, Kandidat der SPD im Wahlkreis Potsdam 2. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr gerne. Ich muss jetzt mit den Umfragen beginnen. Über die wird ja viel gesprochen und die halten Sie ja, würde ich sagen, und das wissen wir auch von den anderen Parteien im Moment, so ein bisschen, was, in Unruhe, in Ruhe oder Entspanntheit oder vielleicht doch, wir müssen es jetzt noch schaffen, denn die aktuellen Umfragen von Infratest DIMAP, das ist das Umfrageinstitut der ARD, der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF und INSA, die machen das für mehrere Zeitungen, sehen die AfD auf Platz 1 und die SPD auf Platz 2 bei der Landtagswahl am 22. September. Der Abstand zwischen beiden Parteien ist sehr unterschiedlich. Die neueste Umfrage von INSA sieht die SPD bei 25% steigend und die AfD bei 28%. Ministerpräsident Woidke hat sein politisches Schicksal mit einem Sieg der SPD bei der Landtagswahl verknüpft. War das eine gute Idee, Herr Keller? Ja, zum einen müssen wir, glaube ich, feststellen, dass es gelungen ist, in den letzten Wochen mehr die Landesthemen in den Fokus zu rücken. Und das zeigt sich jetzt auch in den Umfragen. Man muss ja immer überlegen, wo wir hergekommen sind. Ursprünglich vor 3-4 Wochen stand die SPD noch bei 19%, knapp gefolgt von der CDU und die AfD mit deutlichem Vorsprung. Jetzt haben wir uns sehr klar von der CDU abgesetzt. Jetzt ist es klar, es wird ein Zweikampf zwischen der AfD und SPD. Ich sage auch, wir waren die einzige Partei, die auch als Ziel gesetzt hat, die AfD zu schlagen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das jetzt auch am Sonntag, am Wahltag hinbekommen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei dem einen oder anderen sind wir schon ein bisschen näher an der AfD. Aber Sie haben es richtig gesagt, die Tendenz zeigt nach oben. Und daher ist, glaube ich, es auch richtig gewesen, dass Dietmar Woidke klar gemacht hat, um was es geht. Es geht darum, wer hier dieses Land anführt, wer für Stabilität und Sicherheit sorgt. Und dass er seine persönliche Zukunft damit verknüpft hat, scheint mir folgerichtig zu sein. Das zeigt auch, welche Verantwortung er in der Vergangenheit trägt und auch tragen will, damit, wie er auch immer sagt, unsere Brandenburger Flagge hier auch keinen braunen Fleck bekommt. Und dementsprechend, glaube ich, wissen die Brandenburgerinnen und Brandenburger, wie sie auch am Sonntag abzustimmen haben. Und ich kann nur sagen, wer Stabilität und Sicherheit will, der braucht auch Dietmar Woidke als Ministerpräsident. Die SPD regiert im Land seit 34 Jahren und INSA hat ja nicht nur diese Zahlen, die ich Ihnen vorgelesen habe, abgefragt, sondern auch nach der Bekanntheit und Beliebtheit vor allen Dingen des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Den hatten wir eben angesprochen, Dr. Dietmar Woidke, und er liegt bei rund 55%. Es gab auch noch andere Umfragen, da war es sogar noch höher, habe ich gelesen. Also er ist bekannt, er ist beliebt, er ist ein Landesvater, ne? Das ist schon was Besonderes, Landesvater zu sein, ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man als Partei bzw. natürlich auch als Person diese Popularität besitzt. Nun geht das aber manchmal ein bisschen auseinander. Die Partei auf der einen Seite, die SPD, da spielt der Bund eine große Rolle. Alle Entscheidungen, die im Bund getroffen werden, in der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Hier haben wir eine Koalition im Land Brandenburg aus SPD, CDU und den Grünen. Wenn ich zurückdenke an die Zeit vor 5 Jahren, da fand ja die letzte Landtagswahl hier statt, da war es im Grunde genauso. Die AfD führte an und dann hat die SPD doch den Platz 1 nachher belegt. Wiederholt sich Geschichte in 2024? Ich meine, das ist Glaskugel, aber trotzdem frage ich danach. Na, ich würde sagen, die Rahmenbedingungen sind andere. Wir haben herausfordernde 5 Jahre erlebt. Wir hatten eine Corona-Pandemie, wir haben die Folgen des Ukraine-Krieges, wir haben ein überlagerndes Thema mit der Migration, was sowohl Bund, aber auch die einzelnen Landtagswahlen doch sehr beeinflusst. Insgesamt, glaube ich, gibt es einen Unterschied von der Bundesregierung zur Landesregierung. Ich glaube, wir haben in den letzten 5 Jahren sehr stabil, sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Wir haben intern diskutiert, nach außen waren wir aber vor allem in der Bewältigung der Krisen geschlossen. Und ich glaube, wir haben auch gute
und oftmals richtige Antworten gefunden. Und das ist dann auch, glaube ich, ein Verdienst von Dietmar Woidke, dass er es in schwierigen Zeiten geschafft hat, auch drei Partner mit CDU und Grünen hier im Land Brandenburg, durchaus auch mit unterschiedlichen Interessen, beieinander zu halten. Da muss ich sagen, glaube ich, kann der Bund ein bisschen von uns in Brandenburg lernen. Und insgesamt müssen wir doch feststellen, dass wir, und davon gehe ich aus, am Ende dieser fünf Jahre auch ein besseres Wahlergebnis als SPD bekommen werden als 2019. Und das zeigt schon, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger auch Vertrauen haben. Deswegen würde ich sagen, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber das Vertrauen in die Brandenburger SPD, wir sind die Brandenburg-Partei, so kann man das sagen, ist schon groß. Und ich glaube, das haben wir in den Krisen und bei der Bewältigung auch gezeigt. Da sind wir gleich wieder bei den Krisen oder bei einem Thema, was sehr, sehr wichtig ist für die Menschen in Brandenburg. Bis zu 40% sagen, das kann wahlentscheidend für mich sein, nämlich das Thema, Sie haben es angesprochen, Migration, Zuwanderung, Flüchtlinge, die Kriminalität, natürlich auch organisierte Kriminalität. Wir hören es ja gerade aus Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es ja auch eine neue Art der Kriminalität, organisierten Kriminalität, die ja im Umfeld von Cannabis zum Beispiel zu suchen ist oder auch noch härteren Drogen. Die Islamisten, dann wissen wir natürlich, es gibt auch noch andere Herausforderungen, sage ich jetzt mal. Aber die Leute schauen jetzt besonders, also bis zu 40% auch in Brandenburg, in Richtung Islamismus, Kriminalität, Überforderungen der Kommunen zum Beispiel, der Gemeinden und so weiter und so fort. Selbst bei den Grünen Wählern ist es so, dass die Hälfte der Grünen Wähler sagt, da muss sich jetzt was ändern, da muss etwas passieren. Also die SPD am 22. September zur Wahl mit diesem Top-Thema, das die AfD, muss man sagen, ja schon lange ganz weit vorne hat. Welche Rolle spielt das Thema Migration in Ihrem Wahlkampf und für die SPD? Na, ich glaube, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger, aber auch insgesamt die Menschen in Deutschland ein Anrecht haben, dass wir das ganze Thema Asyl und Migration europaweit wieder ordnen und sortieren. Man muss ehrlich sein, dass die CDU auf Bundesebene unter Angela Merkel hier für eine Chaotisierung in der Form geführt hat, dass das Dublin-II-Verfahren, das geübte Verfahren, auch die Solidarität untereinander aufgebrochen wurde und auch nie wieder geheilt worden ist. Da befinden wir uns gerade in einer Situation, wo es, glaube ich, richtig ist, dass wir den Brandenburgerinnen und Brandenburgern auch deutlich sagen, wir wollen schon wissen, wie und in welcher Form hier Asylanträge gestellt werden. Und wir sind davon überzeugt, dass die Asylanträge vor allem an den europäischen Außengrenzen gestellt und auch schnell bearbeitet werden müssen. Wer einen Asylanspruch hat, und das ist auch der deutliche Unterschied zur AfD, der hat auch weiterhin hier einen Anspruch in Deutschland, eine Wohnung, Unterkunft. Und unser Anliegen ist es, schnellstmöglich in Arbeit zu kommen. Da unterscheiden wir uns von der AfD. Die AfD hat in Teilen ihrer Äußerungen eine Vorstellung von einer kompletten Abschottung. Das haben wir nicht. Wir sagen aber auch deutlich, dass die, die keinen Asylanspruch haben, dass die auch wieder zurückgeführt werden müssen oder auch gar nicht erst in die EU gelangen dürfen. Und das ist, glaube ich, auch ein Anspruch, dem wir gerecht werden müssen. Und ich bin dankbar, dass auch auf Druck von Brandenburg und auch anderen Ländern jetzt der Bund sich bewegt. Und ich sage es nochmal, die Lösung liegt bei den EU-Außengrenzen, dass wir dort die Länder, die diese haben, nicht alleine lassen, sondern dass wir sie unterstützen, dort die Verfahren zu führen, dort auch, wie soll ich sagen, zu geordneten Systemen wieder zurückzukommen. Und dann, glaube ich, können wir diese Sorgen der Überforderung auch ein Stück weit nehmen. Und ich will noch ein zweites Punkt machen, weil Sie angesprochen haben, die Kriminalität. Ja. Und ich glaube, die Kriminalität, die wir hier haben, und da muss man sich die Zahlen auch genau angucken, es gibt eine Kriminalität bei geflüchteten Menschen, die ist meiner Meinung nach nicht signifikant höher als auch in anderen Bereichen. Aber die Frage ist, wie bekommen wir es hin, dass auch hier deutlich gemacht wird, der Rechtsstaat lässt sich hier nicht auf der Nase rumtanzen. Und wer hier Unrecht begeht, der muss auch entweder unser Land oder die EU verlassen oder er muss auch hier ins Gefängnis. Das, muss ich sagen, muss ein Rechtsstaat gewährleisten. Und ich glaube, dass wir in den letzten Monaten es uns nicht ausreichend gelungen ist, auch zu zeigen, dass wir solchen Lagen Herr werden. Da müssen wir uns verbessern. Nicht ohne Grund wollen wir auch die Zielzahl der Polizistinnen und Polizisten in Brandenburg deutlich erhöhen. Nochmal um 500, eine weitere Hundertschaft. Wir wollen schon das Thema Sicherheit sehr ernst nehmen. Wir haben jetzt über die Rechten gesprochen. Jetzt müssen wir auch mal über die Linken sprechen. BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, hat ja auch zweistellige Zahlen. Nach der INSA-Umfrage geht es ein bisschen nach unten. Aber dennoch, das ist ja ein Thema, mit dem muss man sich beschäftigen, zumal als linke Partei. Und die SPD ist ja traditionell eine linke Partei, links Mitte, könnte man doch auch heute noch so sagen. Manche werden sagen, ist linker als links,
Andere werden sagen, ja, das ist immer noch die Mitte, wobei man natürlich von Helmut Schmidt mittlerweile weit entfernt ist, oder ist man da noch dran? Auch das würde ich nicht sagen. Helmut Schmidt war auch als Bürgermeister und später dann auch in der Verantwortung auf Bundesebene immer ein sehr pragmatischer Politiker mit einem ganz klaren sozialen, demokratischen Kompass. Und da steht die SPD auch heute. Wir sind die Partei, die mittlerweile in Brandenburg, gucken wir auf die Werte der Linken und über BSW sprechen wir ja gleich noch, sind die, die hier ganz klar sagen, dass wir die Menschen, die weniger verdienen, hier nicht zurücklassen wollen. Wir wollen, dass diese von der hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung im Land Brandenburg auch profitieren. Und das ist ein Versprechen, was weiterhin für uns als SPD gilt. Wir wollen nicht wie die FDP einen freien Markt und Leute hier abhängen. Wir wollen auch nicht wie die CDU ständig auf die Menschen, die schon viel leisten für unser Land, ihnen unterstellen, dass sie nichts tun, zu wenig tun. Ein Land der Fleißigen, das brauchen wir alles nicht. Sondern wir müssen gucken, dass wir einen gerechten sozialen Ausgleich haben und dass es dann auch Menschen gibt, denen es nicht gut geht, die auch vom Sozialstaat aufgefangen werden. Da muss ich sagen, hat die SPD, stehen wir gut in der Tradition von Helmut Schmidt. Und wenn Sie zu BSW fragen, dann sage ich ganz konkret, im Land Brandenburg ist es eine kleine Blackbox. Wir haben ein, ich sag mal, sehr schnell dahingeschriebenes Wahlprogramm. Wir haben vor allem Kernthemen, wo es um Friedenspolitik in Europa geht, die jetzt hier nicht im Land Brandenburg entschieden sind, aber trotzdem wird damit Wahlkampf gemacht. Und auf der anderen Seite wissen wir auch noch nicht, welche Person dahin steht. Wir haben eine Partei, die derzeit, ich glaube, knapp 60 Mitglieder hier im Landesverband hat. Wir müssen also genau schauen, auch nach der Wahl, wer kommt hier denn eigentlich in Verantwortung? Und dann gucken wir uns das genau an. Nun gibt es ja einen Spitzenkandidaten hier in Brandenburg, der war 40 Jahre lang Mitglied in Ihrer Partei, in der SPD. Warum ist er rausgegangen bei der SPD? Wir haben das übrigens bei einigen Leuten auch aus der AfD erlebt, dass die immer wieder eine Biografie hatten, die am Anfang die SPD hatte und dann sind sie irgendwann bei anderen Parteien gelandet. Warum ist das? Warum verlieren Sie Leute wie zum Beispiel Herrn Grumbach, der war 40 Jahre, wie gesagt, in der SPD? Also die Frage muss man, glaube ich, Herr Grumbach selber stellen. Ich sage aber auch dazu, Herr Grumbach war mal mein Ortsvereinsvorsitzender sogar in Stern-Drewitz-Kühlsteckfeld. Ich habe ihn als durchaus eloquenten und auch sich einsetzenden Sozialdemokraten kennengelernt. Er ist Arbeitsrichter. Was ihn jetzt bewegt hat, final dann zu BSW zu wechseln, das kann ich nicht sagen. Aber insgesamt, glaube ich, ist mit Robert Grumbach jetzt ein Akteur auch da, der politisch etwas bewegen will. Bloß die Inhalte sind mir schleierhaft und vor allem muss ich sagen, auch verschiedene Aussagen, ob nun Zusammenarbeit mit AfD, ja, nein, wie steht der nun zu bestimmten Fragen auch hier im Land. Glaube ich, da muss die junge Partei BSW sich schnell Gedanken machen. Und wie soll ich sagen, wir brauchen keine Frau Wagenknecht, die hier einen Landesverband leitet, dann kann man damit auch wenig arbeiten oder sie auch wenig ernst nehmen. Und da hat Herr Grumbach eine große Aufgabe vor sich. BSW und AfD fischen natürlich auch hier ab in dem Thema Angst vor Jobverlust, Armut, Altersarmut. Wir wissen, es gibt viele Insolvenzen, also eine Steigerung innerhalb eines Jahres zwischen 25% und 30%. Die Altersarmut wird überall besprochen, großes Thema. Eigentlich ein Thema, ein klassisches Thema der Sozialdemokraten, der SPD. Welche Rolle spielt dieser Themenkomplex, sage ich jetzt mal, bei Ihnen? Naja, er spielt schon eine große Rolle. Wir haben ja gerade auf Bundesebene, Sie haben es vorhin angesprochen, eine Koalition aus SPD, Grüne und FDP. Und da können wir ja mal fragen, der bei knappen Haushaltsmitteln hier den Schwerpunkt auch bei einer sicheren und guten Rente legt. Es ist sicherlich nicht die FDP und die Grünen, die haben dort ganz eigene Interessen. Wir sagen vor allem die Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, über 40 Jahre, brauchen nachher auch eine auskömmliche Rente und dürfen eben nicht dann noch angewiesen sein auf staatliche Leistungen. Das ist mitnichten der Fall. Ich bin unserer Bauministerin dankbar, dass sie hier den Wohngeldempfängerkreis erhöht hat, sodass auch mehr noch zusätzliche Leistungen bekommen. Aber das kann doch nicht die Zukunft sein. Die Zukunft muss doch sein, dass die Leute, die über 40 Jahre eingezahlt haben, auch dann, wenn sie in Rente kommen, eine stabile Rente haben und vor allem auch ein Auskommen, wo sie nicht noch auf zusätzliche staatliche Leistungen angewiesen sind. Das versuchen wir über mehrere Wege. Der wichtigste Weg ist, dass wir vor allem nach unten hin definieren, wie viel man verdienen soll. Da rede ich vom Mindestlohn. Der könnte meiner Meinung nach vom Bundesebene auch noch höher festgesetzt werden. Und ich rede auf der anderen Seite davon, dass wir natürlich gucken müssen, auch bei der Demografie, dass wir also weniger Beitragszahler in Zukunft haben, sicherlich die aber auch mehr leisten. Da gibt es spannende Berechnungen. Müssen wir aber vor allem auch schauen, wie können wir dafür sorgen, dass auch die Rente, wenn es notwendig ist, auch zusätzliche Mittel bekommt. Wir haben da jetzt etwas gemacht, dass dann auch in 40 Jahren die Renten mindestens stabil sind und vor allem, dass jetzt die, die Beitrag zahlen, nicht noch mehr Beitragslasten
haben müssen. Und das ist schon ein Spagat, glaube ich, den vor allem aber die SPD, wie soll ich sagen, berechnen und auch gut auf den Weg bringen wird. Und da muss man auch gucken, dass die Ressourcen dort sind und hier auch ein Schwerpunkt gesetzt wird. Geld verdienen, Geld einnehmen, also Steuereinnahmen zum Beispiel, kann man durch eine florierende, gut funktionierende Wirtschaft. Das Land Brandenburg hat das ja eigentlich. Tesla zum Beispiel ist eine Erfolgsgeschichte, aber auch hier sterben zum Beispiel kleine Bäckereien wegen der Energiekosten. Solche Dinge kann man überlesen und auch sehen. Es gab eine Zeit, da hatte Brandenburg große Schwierigkeiten. Das war nach der Wende. Die Mauer fiel. Die SPD regiert ja seit 34 Jahren. Es gab viel Arbeitslosigkeit, weil die Betriebe der DDR mehr oder minder abgewickelt worden sind, unter anderem von der Treuhand, aber eben halt wirklich auch nicht mehr finanzierbar waren. Wird es, damals sprach man immer von einem Jobwunder, wird es ein Brandenburger Jobwunder erneut geben können? Also ich würde deutlich sagen, wir sind mittendrin eigentlich in einem Brandenburger Jobwunder, obwohl, Sie haben es angesprochen, durch Kostenpreissteigerungen im Bausektor, aber auch bei den Energiepreisen, wir ja so einen gegenläufigen Trend auch erleben müssen, müssen wir doch feststellen, dass wir nach der Wende zum Teil Arbeitslosigkeiten hatten von 20%, rechnen wir die Menschen in ABM-Maßnahmen dazu, weit sogar über 30%. Heute reden wir von um die 6% Arbeitslosigkeit. Das heißt, es ist uns gelungen, immer mehr auch sozialversicherungspflichtige Stellen zu schaffen. Das ist richtig gut und wir haben es vor allem geschafft. Sie haben Tesla angesprochen, aber auch das Bahnwerk, das modernste ICE-Bahnwerk in ganz Europa, in Cottbus, in einem Jahr zügig auf den Weg gebracht. Das sind alles wieder Industriearbeitsplätze, wo gute Löhne gezahlt werden, weit über den Mindestlohn. Ich will nur noch mal eins sagen, 1.160.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Aber immer noch verdienen 23% davon in Brandenburg Mindestlohn. Das ist in westdeutschen Bundesländern zum Vergleich nur 13%. Dementsprechend brauchen wir nicht nur ein Jobwunder, sondern wir müssen dafür sorgen, dass mehr nach Tarif bezahlt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gute Industriearbeitsplätze haben, damit das quasi dieser wirtschaftliche Aufschwung dann auch im Portemonnaie des Einzelnen ankommt. Und das Ziel muss sein, dass wir in den nächsten 5 Jahren dafür sorgen, dass dann vielleicht nur noch 15% Mindestlohn verdienen und viel, viel mehr schon darüber, dass wir Stück zu Stück, Stück für Stück auch, wie soll ich sagen, dieses Gewinnerland, aber auch dann für den Einzelnen werden. Das ist uns wichtig. Das muss am Ende auch das Ergebnis von Wirtschaftswachstum sein. Wirtschaftswachstum, sage ich ganz deutlich, hat ja keinen Selbstzweck. Ich muss auch mal einen Vertreter der SPD nachfragen. Meistens ist es so, dass man die Vertreterinnen und Vertreter der CDU danach fragt, nämlich nach der Brandmauer, die ja hochgezogen worden ist zur SPD. Wird die, wenn die AfD auch hier im Land Brandenburg wie in Thüringen die Nummer 1 zum Schluss sein sollte, wird eventuell die Brandmauer hier und da fallen, also in Landkreisen zum Beispiel, kommunaler Ebene, dass man doch mit der AfD zusammenarbeiten wird? Oder sagen Sie, die SPD ist da nicht anfällig für? Die Brandmauer wird nicht fallen und ich würde es auch mal, ich finde, der Begriff ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich würde es an einer Stelle vielleicht auch mal deutlich machen. Es kommen viele zu mir gerade in den Wahlkampfzeiten an die Infostände und sagen, könnt ihr nicht mal den einen oder anderen Antrag von der AfD zustimmen? Könnt ihr nicht mal mit ihnen zusammenarbeiten? Und wissen Sie, dann ist es auch meine Aufgabe, das zu erklären, warum wir das nicht machen und nicht einfach nur zu sagen, da steht eine Brandmauer. Ich kann mich erinnern, als der Anschlag jetzt in Solingen war und auf Antrag der AfD wir hier eine Sondersitzung hatten, was dort für einen Antrag von den Menschen, die für die AfD in Verantwortung stehen, von den Abgeordneten hier gestellt worden sind. Und da hatten wir hier einen Antrag, der die Verantwortung für das Thema Solingen sah, unter anderem beim Aufhängen der Regenbogenflagge, dass Menschen sich zurückziehen würden, weil andere für Toleranz werben. Da haben sie weiterhin geworben, dass Sportvereine, Kulturvereine, also die Vereine in unserem Land, die für Zusammenhalt stehen, die bei ihren Mitgliedern nicht nach der Herkunft fragen, nicht nach der Religion oder nach ihren sexuellen Vorlieben, dass diese Vereine, die, und das steht in einem Antrag geschrieben, die für Vielfalt stehen, ihre Gemeinnützigkeit verlieren sollen. Und dann will ich noch einen dritten Punkt sagen, dass Menschen wieder eingeordnet werden sollen in verschiedenen Kategorien und dass Menschen, die, so steht es in ihrem eigenen Antrag, ob sie nun einen Asylgrund haben oder nicht, ob sie Bleiberecht haben oder nicht, oder Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor Bomben geflohen sind und jetzt hier in Brandenburg sind, dass die zum Beispiel nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen sollen. Sie sollen ausgeschlossen werden von Volksfesten. Das war ihre Antwort auf Solingen. Und mit solchen Verantwortungsträgern kann man nicht zusammenarbeiten und werden wir auch nicht. Ein weiteres großes Thema ist die Bildung und das Bildungsniveau. Das geht in Gesamtdeutschland durchaus runter. Das ist auch bestätigt. Die
letzte PISA-Studie bestätigt das auch wieder für Brandenburg. Brandenburg hat da ein etwas größeres Problem. Dietmar Woidke hat es zur Chefsache erklärt. Da gibt es aber bestimmt noch einige Dinge, da kann man noch drehen an den Schrauben. Was ist denn da geplant? Was will die SPD gegen diesen Tiefflug, muss man schon sagen, also das sinkende Bildungsniveau tun in der nächsten Legislaturperiode? Man muss natürlich dazu sagen, das Bildungsministerium war die letzten Jahre in Brandenburg durch SPD-Ministerinnen und Minister besetzt. Na, ich will vielleicht gar nicht nur sagen, was wollen wir in den nächsten 5 Jahren tun, sondern auch kurz mal sagen, was haben wir in den letzten schon getan. Und zur Ehrlichkeit gehört doch dazu, dass wir in Brandenburg auch nur das Geld ausgeben können, was wir einnehmen. Wir haben eine Schuldenbremse vom Bund über Land bekommen. Und dementsprechend, sage ich es nochmal, brauchen wir auch diese wirtschaftliche Entwicklung und die Steuereinnahmen, um das dann genau in so einen Bildungsbereich auch zu investieren. Und es ist doch kein Geheimnis, dass die Bundesländer oftmals auch besser in den Bildungsrankings abschließen, die auch wirtschaftlich besser dastehen. Und da werden wir jetzt zügig aufholen. Was haben wir in den letzten 5 Jahren gemacht? Wir haben in einem Schnellverfahren einen neuen Grundschullehramtsstudiengang in Senftenberg geschaffen. Wir haben die Studienplätze in Potsdam verdoppelt. Wir haben in Potsdam einen Berufsschullehrgang eingeführt, dass da auch Berufsschullehrer ausgebildet werden können. Wir haben das Thema duale Lehramtsausbildung gefördert. Wir haben dafür gesorgt, dass in den Kernfächern kaum Unterricht ausfällt. Und ich sage es nochmal, weil es ja immer so kritisch auch gesehen wird, dass noch zum Schulstart jetzt 400 Lehrerinnen und Lehrern fehlen. Ja. 98% aller Lehrer und Lehrerinnenstellen sind besetzt. Also 2% sind nicht besetzt. Und da werden wir gucken, dass wir sie auch bis zum Oktober zügig besetzt bekommen. Und in Zukunft geht es darum, nicht nur die Personalschlüssel zu verbessern, was wir zum Beispiel in Kita gemacht haben, auch in den letzten 5 Jahren deutlich verbessert, weil da fängt Bildung schon an, wird es darum gehen, dass wir vor allem wieder uns mehr konzentrieren auf die wesentlichen Fächer. Das ist Mathe, das ist Deutsch, das ist aber auch ein Teil der Naturwissenschaft. Da wollen wir einen größeren Fokus hinlegen. Und wir müssen dann auch schauen bei der Konzentration, dass wir bei Lehrerinnen und Lehrern dafür sorgen, dass sie sich auf das Lehren konzentrieren können und dass sie nicht, wie soll ich sagen, überflüssige, so wie es vielleicht, das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert, aber zu viel bürokratische Aufgaben haben. Ich bin dankbar mit Steffen Freiberg, dass er sich mit den Lehrern zusammengesetzt hat und eine ganze Liste gemacht hat von Entschlackungsmaßnahmen bei bürokratischen und statistischen Sachen, die dort gemacht werden müssen. Das trifft auf große Zustimmung der Lehrerinnen und Lehrer und ich glaube, in den nächsten 5 Jahren werden wir in der Tabelle doch weiter nach oben klettern. Lesen, Schreiben, Rechnen. Und dann gibt es da noch was, nämlich Sport. Und da sind wir bei Ihrem Thema. Sie sind ja nicht nur Politiker, sondern auch Sportler, aktiver Sportler. Ich sage nur schwarzer Gürtel. Was wollen Sie und die SPD in Sachen Sport in Brandenburg noch tun, sagen wir mal so? Es gibt ja schon eine ganze Menge an Dingen, aber da geht ja noch ein bisschen was, oder? Na, zum einen sage ich, hat Sport natürlich immer den Vorteil, dass, glaube ich, viele Kinder und Jugendliche sich da engagieren, aber auch viele Erwachsene, die dort ehrenamtlich Zeit investieren, um hier auch den sportlichen Wettbewerb ein wenig zu leben, aber um vor allem auch was für die Gesundheit zu tun, was für den Zusammenhalt. Ich glaube, das ist schon wichtig. In der letzten Legislaturperiode haben wir die Mittel in dem Bereich Sport von 19 Millionen auf 24 Millionen erhöht, so hoch wie noch nie. Und vor allem in der Corona-Pandemie haben wir noch weitere Hilfspakete auf den Weg gebracht und haben gesagt, gerade jetzt brauchen wir die Vereinsstrukturen, die für Zusammenhalt stehen, aber die auch dafür sorgen, muss ich sagen, dass alles, was wir uns hier vornehmen an Strukturen, auch beieinander bleibt. Und ich glaube, wir haben auf der einen Seite den Kinder- und Jugendsport, der den größten Bereich macht, aber auf der anderen Seite sind wir auch sehr erfolgreich bei den Olympischen und Paralympischen Spielen gewesen. Letzte Woche haben wir die Athletinnen und Athleten wieder empfangen, auf einen gemeinsamen Empfang, das finde ich auch richtig. Und muss ich sagen, das sind die Vorbilder. Das sind Vorbilder, wo auch Brandenburgerinnen und Brandenburger hinschauen und sagen, das will ich auch. Ich will vielleicht auch mal in Paris auf dem Podest stehen. Ich will vielleicht auch mich mit den Besten weltweit messen. Und ich glaube, das ist ganz gut, dass unsere Kinder und Jugendliche auch Vorbilder haben. Und ich freue mich, und das ist vielleicht der letzte Punkt im Sport, dass wir auch in der Zukunft den Sportlerinnen und Sportler, die sich hier jahrelang verdient gemacht haben für unser Land, dass wir ihnen auch eine Perspektive geben bei der Landespolizei, bei der Bundespolizei. Und was in Brandenburg einmalig ist, was kein anderes Bundesland hat, dass wir in der Feuerwehr, aber auch in der öffentlichen Verwaltung selber zahlreiche Stellen haben, wo sie dann auch in Ausbildung kommen können, um dann auch den nächsten Schritt zu gehen, wenn ihre Leistungssportkarriere endet. Das ist relativ vorbildlich, muss man sagen. Sie machen sehr viel. Gerade jetzt im Wahlkampf sind natürlich alle Politikerinnen und Politiker ja fast 24 Stunden unterwegs. Also mir hat kürzlich ein Kollege von der SPD gesagt, er ist um 4 Uhr ins Bett gekommen, um 7 Uhr wieder aufgestanden. Wird bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich sein. Wie wichtig ist denn zum Beispiel Judo? Wie wichtig ist für Sie der Sport, um mal runterzukommen?
Ich sage, heute sieht man es vielleicht nicht ganz so sehr, aber die Augenringe werden umso näher der Wahlsonntag kommt, dann schon ein bisschen größer. Und vor allem, sage ich mal, bei all dem, was wir hier im politischen Bereich auch machen, wo wir streiten, wo wir diskutieren, wo man versucht, auch um die besten Lösungen zu ringen, glaube ich, braucht man auch einen Ausgleich. Und Kampfsport ist da gar nicht so verkehrt, kommt manchmal dem politischen Wettbewerb auch recht nah. Und ich freue mich schon, sich auch einfach mal auspowern zu können, auch mal vom Sport erschöpft ins Bett zu fallen. Da schläft man ein bisschen besser, vergisst vielleicht auch das ein oder andere vom Vortag, wo man diskutiert hat, und kann am nächsten Tag wieder neu durchstarten. Und ich glaube, so ein bisschen Ausdauer, aber auch der Spaß, sich also um die beste Lösung zu ringen, den ich vom Sport her mitnehme, glaube ich, kann nicht schaden in der Politik. Ich weiß, dass Sie natürlich für Ihre Partei, für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, also für die SPD Brandenburg hier arbeiten. Das ist eine harte, harte Arbeit, auch wenn manche das nicht glauben wollen, sagen, ja, Politiker haben es ja immer nur schön, gehen essen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen was anderes, das haben wir auch gesehen. Wir haben ja viele Politikerinnen und Politiker unterschiedlicher Parteien während des Wahlkampfes begleitet. Und es ist wirklich ein harter Job. Wir waren am Freitag zum Beispiel auch von morgens bis abends mit einem Kollegen von Ihnen, mit Erik Stohn, waren wir unterwegs und haben mehrere Orte aufgesucht. Das ist ein hartes Brot. Ich muss natürlich nach der Koalitionsmöglichkeit fragen. Im Moment haben wir ja, ich hatte es schon gesagt, eine SPD-CDU-Grünen-Koalition hier in Brandenburg. Wenn die Grünen rausfliegen, im Moment sieht es danach aus, wenn nicht die Grundmandatsklausel zuschlägt und über ein Direktmandat zum Beispiel in Potsdam gewonnen wird. Das Gleiche gilt für die Linke und auch für BVB Freie Wähler. Dann sind die draußen. Welche Koalitionsmöglichkeiten sehen Sie denn überhaupt? Also nach den jetzigen Zahlen auch wieder ein bisschen Glaskugel mit dabei. Das kann ja am Sonntag auch alles ganz anders sein. Aber trotzdem, wir müssen ja das nehmen, was wir im Moment haben. Na, zum einen möchte ich sagen, will ich gar nicht bewerten und weiß nicht, ob die Grünen nachher mit den Zweitstimmen vielleicht in den Landtag kommen. Aber eins kann ich Ihnen sagen, in der Potsdamer Mitte werden Sie den Wahlkreis nicht gewinnen. Wir haben dort Dr. Manja Schüler am Start, unsere sehr erfolgreiche Wissenschafts- und Kulturministerin. Die wird den Wahlkreis gewinnen, da mache ich mir wenig Sorgen. Sie hat eine sehr große Unterstützerbasis, das mal vorab. Also da sollten die Grünen sich nicht so viel Hoffnung ausrechnen. Auf der anderen Seite werden wir natürlich nach der Wahl genau schauen, wer ist im Landtag, und wir werden die Gespräche mit allen demokratischen Kräften führen. Also wir schließen jede Zusammenarbeit mit der AfD aus, darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und für uns wird wichtig sein, wer hat auch vor, in den nächsten 5 Jahren für die Brandenburgerinnen und Brandenburger, ich hatte es vorhin angesprochen, für die wirtschaftliche Entwicklung, für das Thema Stabilität und Sicherheit, aber auch ganz klar für das Thema gesellschaftliche Zusammenhalt, da zählt auch Bildung mit rein, sich einzusetzen, wo haben wir die größten Schnittmengen. Und dann wird es die Verantwortung auch in Zukunft sein, davon gehe ich aus, von Dietmar Woidke hier eine gute Koalition zusammenzustellen. Und wer Interesse hat, daran sich zu beteiligen, der ist auch eingeladen zu den Gesprächen. Wir haben diese Sendung hier im Landtag Brandenburg, Wahltalk 24, vor Ort am 18.09. aufgenommen. Am 22. ist die Wahl, also heute ist Mittwoch, am Tag der Aufzeichnung. Am Sonntag ist es soweit. Welche Gefühle haben Sie jetzt gerade? Mit welchen Gefühlen gehen Sie in diesen Wahlsonntag? Also ich spüre, dass viele Brandenburgerinnen und Brandenburger, die ich treffe, wirklich verstanden haben, es geht hier darum, wer in Zukunft das Land führt. Da ist eine große Anspannung, eine große Neugier. Ich gehe von einer sehr hohen Wahlbeteiligung aus. Das kann dazu auch führen, dass wir erst vielleicht relativ spät die Ergebnisse dann am Wahlabend haben. Aber ich gehe auch ein Stück weit mit Vorfreude, weil ich glaube schon, dass das Vertrauen der Brandenburgerinnen und Brandenburger in Dietmar Woidke, aber auch in die SPD groß ist. Und ich freue mich auf den Wahlabend. Dann sage ich Dankeschön, Daniel Keller von der SPD, der Fraktionschef. Und mit Sport haben wir ja gerade eben festgestellt, hat er sehr viel zu tun, ist also auch der Sprecher für Gesundheitspolitik und für die Sportpolitik. Ne, das gehört alles mit dazu, Gesundheit und Sport ganz eng miteinander verbunden. Und wir sitzen hier im ersten Stock im Landtag vor der SPD-Fraktion. Nur wenige Meter weiter vor mir, also da, ich gucke an Ihnen jetzt mal kurz vorbei, werden wir uns am Sonntag live von hier melden und werden natürlich eine Sondersendung haben. Da haben wir hier Wahltotal bei uns im Programm bei TVBB, aber auch bei TV Berlin und bei KWTV, also die Sender, die hier in Berlin-Brandenburg zur Gruppe gehören, zur Gott Media Group. Und ja, ich hoffe, dass wir uns denn da sehen, da vorne. Sehr gerne. Ein paar Meter weiter, Sie haben es da nicht weit. Und dann sprechen wir über das, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Mal gucken, wie spät es wird. Also wir haben Open End mit der Sendung. Mal schauen, wann die Wahlkreise alle ihre Ergebnisse melden. Dankeschön nochmal, Daniel Keller. Und das war's. Ich bin Andreas Dorfmann. Bis zur nächsten Sendung. Sie wissen ja, man sieht sich.